Hallo, willkommen zum Unboxing eines Rollei PDF-S 330 Pro Fotodiafilmscanners. Wir werden das Paket gleich mal öffnen und gucken, welche Teile sich darin befinden und gehen dann mal im Einzelnen durch, was das für Sachen sind. Dieser Scanner ist im Grunde genommen eine spezielle Digitalkamera mit 9 Millionen Pixeln und von der Konstruktion her ist sie so gebaut worden, dass sie zum Digitalisieren von kleinen Vorlagen wie Fotos und Filmen dient. Allerdings sind diese Daten interpoliert. Das Gerät kann nur 9 Millionen Pixel erzeugen und das ist weniger als ein echter Scan mit 3600 dpi von einem Kleinbildnegativ ergeben würde. Der Rollei PDF-S 330 Pro hat eine integrierte Schmutzerkennung. Das heißt, er kann erkennen, ob ein Negativ verkratzt ist, ob sich darauf Staub befindet oder Fingerabdrücke. Und mit der sogenannten Magic Touch Technologie sollen diese Defekte erkannt und beseitigt werden. Auf der Verpackung befindet sich kein Hinweis zu der Frage, ob diese Technologie auch mit Schwarz-Weiß-Negativen funktioniert. Die üblichen Defekterkennungsmethoden bei anderen Scannern sind nicht in der Lage, bei Schwarz-Weiß-Filmen diese Defekte korrekt zu unterscheiden von dem physikalischen Aufbau des Bildes aus kleinen Körnern in der Schicht des Filmes. Wir werden das später ausprobieren und sind gespannt darauf, ob es geht oder nicht geht. Jetzt werden wir die Packung mal öffnen und gucken, was da drin steckt. Wir können erstmal erkennen, dass Rollei auf die Packung geschrieben hat, Rollei since 1920. Also das Unternehmen besinnt sich auf seine traditionellen Wurzeln. Man muss aber mal hinzufügen, dass der Scanner, der in dieser Verpackung steckt, nicht von Rollei gebaut wurde. Es gibt ein Unternehmen namens Pacific Image Electronics, das für verschiedene Marken Scanner produziert und dieses Gerät ist eines von Pacific Image Electronics. Wir öffnen das Paket und sehen hier schon mal ganz oben auf Filmstreifenhalter und zwar zwei Stück. Der eine ist für gerahmte Dias, also wir können 4 gerahmte Dias in diesen Filmstreifenhalter packen und der andere ist für Filmstreifen vom 35mm Film. Dieser Scanner soll auch für Mittelformatvorlagen eingesetzt werden können. Ich bin gespannt, ob wir auch einen Halter dafür vorfinden werden. Hier haben wir tatsächlich einen Halter für das Mittelformat, für Mittelformate. Dies ist hier für 6x6 und der ist für 6x4,5 und des Weiteren haben wir hier nichts mehr. Sehe ich gerade, das ist nur eine Tüte mit irgendwelchen Schriftstücken, also mit der Garantiekarte. Okay, also die Garantiekarte des Scanners wird zusammen mit den Haltern für Mittelformate in einer Tüte mitgegeben. Okay, das kann man machen. Das muss man den Leuten überlassen. So, hier ist ein kleines weißes Paket. Vermutlich wird es sich dabei um das Netzteil handeln. Ich bin gespannt, was da zum Vorschein kommen wird. Tatsächlich. Es gibt hier ein kleines Netzteil für 220 Volt und der speist über so einen kleinen Klinkenstecker das Gerät mit dem benötigten Strom. Packen wir es mal wieder ein. Okay, wir holen es jetzt mal raus. Und siehe da, hier fällt uns gleich ein. Also bevor ich diese Packung schließe, nehme ich mal ein Buch hier raus. Es gibt einen User Guide in mehreren Sprachen. Wir zählen sie mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also dieser User Guide beschreibt das Gerät und seine Funktionsweise in 16 Sprachen. Es ist, naja, nicht sehr dick. Von daher gesehen vermute ich mal, dass das Studium dieses Werkes nicht viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Wahrscheinlich ist es ja einfach zu bedienen, wenn man nur so wenig Papier als Bedienungsanleitung für 16 Sprachen mitgibt. Ja, da drin ist noch ein Kabel.
Dieses Kabel enthält hier diese Anschlüsse. Welche Bedeutung das Kabel hat, weiß ich noch nicht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier also irgendwelche Filme damit digitalisieren. Das sieht eigentlich eher aus wie ein Soundkabel, aber ob das so ist, stellt sich später raus. Okay, ich werde mal diesen Karton schließen und als Tisch benutzen für das, was wir noch haben. Also dieses Buch lege ich jetzt erstmal auf die Filmstreifenhalter und hier sehen wir den Scanner in einer Verpackung, die ihn vor Stößen schützt. Das ist alles ordentlich gemacht worden. Jetzt ist das mal abzukriegen. Und lege das mal beiseite. Da haben wir ihn. Das stelle ich ihn mal hier rauf. Und ich packe ihn jetzt mal aus. Also wir nehmen den Scanner mal aus der Verpackung. Er ist sorgfältig in Plastik eingewickelt worden und bestens mit Tierwäsche verklebt. So ziehe ich mal aus der Tüte. Und die Tüte lege ich gleich beiseite. Und da haben wir dieses Gerät mit einem Display, das mit einer Folie geschützt ist. Es gibt einen Schalter, der mit einem Klebstoff fixiert ist. Hier gibt es offenbar eine Klappe, die mit einem Klebstoff fixiert ist. Ich werde diese Klappe mal öffnen. Gleich. Das kann weg. So, hier sehen wir eine Klappe wie bei einem Scanner. Im Gegensatz zu den Kopiergeräten oder Scannern handelt es sich hier um eine relativ kleine Vorlage, die, ja, hier steht 10x15 cm Größe hat, also Postkartengröße, oder 9x13, das heißt also in der Größe von kleinen Abzügen. Und dann müsste eigentlich unter diesem weißen Teil eine Durchlichteinheit sein. Das ist auch korrekt. Also hier ist ein Durchlichtkopf, der wohl dazu da ist, um Negative, die man hier rauflegt, im Durchlichtverfahren zu scannen. Ich stecke das mal wieder rauf, denn wir wollen das Gerät ja erstmal nur auspacken und begutachten und sehen, was sich in der Verpackung befindet. Das ist das Gerät. Hier an der Seite können wir einen Schlitz erkennen. Vermutlich wird man in diesen Schlitz die Filmstreifen hineinstecken zum Scannen. Wir haben hinten einen USB-Anschluss, einen TV-Anschluss. Ich bin überrascht, was werden wir damit anstellen können. Und einen Stromanschluss. Das ist die Unterseite mit der Seriennummer. Hier vorne gibt es einen Schlitz für eine SD-Karte. Dieses Gerät ist so konzipiert worden, dass man unabhängig von einem PC damit arbeiten kann. Das heißt, man versorgt es mit Strom, steckt eine SD-Karte rein. Alles, was man scannen möchte, wird auf diesem Bildschirm erkennbar sein. Es zeigt an, was der Sensor dieses Gerätes sieht. Und über diese Tasten, wir haben ja eine Multifunktionstaste mit OK in der Mitte und 4 Tasten drumherum und hier eine namens Scan. Also über diese Tasten kann man das Digitalisieren der Vorlagen steuern. Ich öffne einfach mal diese Verpackung mit dem Netzteil und nehme es heraus. Das Gerät benötigt 5 Volt. Wir könnten also auch ein anderes Netzteil nehmen, wenn die Kontakte entsprechend den Angaben hier eingestellt sind. So, ich schließe das mal an. Ich habe hier eine SD-Karte, die stecke ich jetzt mal da vorne in den Schlitz für die Karte. Und sie rastet ein. Man kann schon erkennen, dass auf dem Display etwas zu sehen ist. Ich